Ja, hallo, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Usernamen-Komet Matti mit einem neuen Teil meiner bei euch unglaublich beliebten Serie Skandalöse Erlebnisse eines Game-Verkäufers, wobei das unerheblich ist, ob man nur Spiele verkauft, Tomaten oder Betten. Wenn man mit Kunden und Kundinnen zu tun hat, dann kann man entweder nach ein paar Jahren Berufstätigkeit ähnliche Dinge erzählen wie ich. Natürlich sind die Gamer und Gamerinnen ein ganz besonderes Publikum, weil zumindest mein Publikum, also meine Kunden und Kunden sind halt so, dass es natürlich Leute sind, in der Regel die Ahnung haben, weil wir sind ja ein Fachladen, eine aussterbende Rasse hier in Deutschland, weil wir ja von den Einkaufszentren platt gemacht werden, von Leuten, die nur noch Internet kaufen oder Raubkopien ziehen oder keine Ahnung, es gibt viele, viele, viele Gründe. Als ich damals diese Serie hier anfing mit Volumen 1, da hat man mich, also einige aus der Branche von diversen Zeitungen oder Tester, Game-Tester oder so, jedenfalls Leute, die ich kenne oder auch persönliche Freunde, haben gesagt, mach diese Serie nicht, mach dieses Video. Gut, dass es eine Serie wird, das wusste ich damals ja noch nicht, aber mach so ein Video nicht. Erzähl keine Dinge über deine Kunden, beleidige sie nicht, beschimpfe sie nicht, sage ich, das habe ich gar nicht vor. Ich möchte einfach nur von meinen Erlebnissen erzählen, die ich seit 1991, wo ich meinen ersten Laden hatte, den ersten Laden hatte ich 91 bis 94 und den zweiten habe ich jetzt seit 2000. Dazwischen hatte ich noch einen Fanclub, einen Game-Fanclub hier mit Sega Mega Drive, Super Nintendo, dass ich einfach nur meine Erlebnisse erzähle, die ich mit Menschen gemacht habe und die eben meine Kunden und Kundinnen waren, ohne dass ich Namen nenne, irgendwelche Personenbeschreibungen mache, dass jeder auf der Straße sagt, ey, du warst das doch, du hast doch hier den Komet Matti geärgert oder andere Leute. Es ist einfach nur eine Erlebnisgeschichte. Ich beschimpfe keine Kunden und Kundinnen und es geht, wie gesagt, in all meinen Skandalvideos immer nur um eine Minderheit von Kunden und Kundinnen. Also in der Regel sind es höchstens 10% der Kunden, die, ja gut, manchmal auch mehr. Sagen wir mal 10-15% aller Kunden, die ich jetzt in den letzten über 20 Jahren kennengelernt habe, hatten merkwürdige Dinge zu bieten oder haben sich aufgeregt, haben gedroht oder einfach komische Ansichten gehabt etc. Auch in diesem Video werde ich euch jetzt wieder ein paar merkwürdige Geschichten erzählen. Die müssen jetzt nicht unbedingt alle vor kurzem passiert sein. Sie können auch schon vor einem halben Jahr oder vor 3 Jahren passiert sein. Wie gesagt, ich erzähle aus meinen Erinnerungen. Wem sowas gefällt, kann auch meine Komet Matti Tagebücher regelmäßig besuchen. Da kommt er jetzt immer noch über mein YouTube-Profil ran. Das ist ja jetzt leider nicht mehr alles so toll gemacht, aber ihr könnt da immer noch die Links sehen oder ihr geht auf meine Homepage, die ich jetzt hier gleich unten einblende. Und da unten, wo die kleinen UFOs schweben, da gibt es dann mein Tagebucharchiv und jeweils das aktuelle Tagebuch. Da geht es nochmal schriftlich zur Sache. So, wir fangen jetzt, oder ich fange jetzt an mit meinem ersten Erlebnis. Ich hoffe, ihr seid wieder gut unterhalten. Freut euch auch wie ich auf Diablo 3, was zum Zeitpunkt, wo dieses Video hier gedreht wird oder wurde, nämlich jetzt, noch nicht erschienen ist. Nicht, dass da Leute wieder, die sich das Video in einem halben Jahr angucken, dann runterschreiben, ja, aber Diablo 3 gibt es doch schon. Ja, ist klar, dass es dann jetzt demnächst im Mai erscheint, aber jetzt haben wir nun einmal Ende März und 2012 und da ist Diablo 3 noch nicht erschienen. Ich hoffe, dass dieses Spiel auch früher oder später auf den Konsolen kommt. So, bis gleich. Ich mache eine kurze Pause und dann geht die erste Geschichte los. So, die erste Geschichte ist gefunden. Bevor ich damit anfange, möchte ich nochmal sagen, dass das, was ich erzähle, also dieser Erfahrungswert, dass man sehr merkwürdige Leute kennenlernt, bis hin zu einer gewissen Kundenverdrossenheit. Ich bin ja auch selbst oft Kunde irgendwo und da gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, was war das denn für einer? Aber ich habe jetzt sehr viele Praktikanten gehabt oder Aushilfen und da war das wirklich bei allen so, dass die rein symbolisch gesehen erstmal voller Freude und Naivität praktisch den Job bei mir angefangen haben, so naiv wie sie waren und sagen, oh, das ist aber toll mit Menschen, habe ich mir schon immer gewünscht und die sind bestimmt alle ganz nett und so weiter. Dann hat sich das so ein bisschen
ausgeartet, dass man dann merkte, hey, hier muss man ja auch ein bisschen kämpfen um seine Glaubwürdigkeit, um seine Argumente oder wenn man bedroht wird oder sonst was. Dann hat man noch versucht nach einer Weile, dann wurde man irgendwann doch sehr frustriert und wütend und hat sich entsprechend auch optisch verändert. Und dann kommt irgendwo der Status, den ich jetzt auch erreicht habe, dass man das alles einfach mit einem gewissen Grad an Humor sieht und nicht mehr so verbissen, auch wenn das natürlich nicht immer einfach ist, wenn man gerade, also wirklich, wenn man gerade furchtbaren Stress hatte. So, das war jetzt mal symbolisch so gemeint, das zieht sich quer durch alle Leute, die bei mir zu tun hatten, da ist fast niemand mehr rausgegangen nach einer bestimmten Zeit, der gesagt hat, genau Verkäufer will ich werden. Im Übrigen kriege ich sehr, sehr viel Zustimmung aus der Branche, sei es vom Postbeamten oder von Postleuten, die hinterm Schalter sitzen, BVGler oder sonst was, überhaupt, wo Leute mit Menschen zu tun haben beruflich, kriege ich Zustimmung und sagen, du, genau so eine ähnliche Geschichte oder genau solche verrückten Sachen erlebe ich auch. Fangen wir jetzt mit meiner ersten Geschichte an, die eigentlich jetzt nichts Negatives ist. Die ist sogar erst letzte Woche passiert. Wir haben ja gerade im, im Sommer möglichst oder immer, wenn es nicht regnet, habe ich vor meinem Laden zwei Tische stehen, wo günstige PC-Spiele, DVDs oder Musik-CDs verkauft werden. Also nur rein von Games kann ich persönlich meinen Laden nicht mehr aufrechterhalten. Das ist auch alles genehmigt. Und da haben wir jetzt letzte Woche, war eine längere Aktion schon laufen, dass wir PC-Spiele, ältere, sehr günstig verkaufen. Und dann kam ein Ehepaar rein, also älter, ich denke mal zwischen 60 und 70, und hatten vier PC-Spiele in der Hand und meinten zu mir, die Filme darin, die können sie wegschmeißen. Also ich habe gesagt, das sind Spiele, er sah sie eben Spiele, ist ja auch egal. Uns geht es nur um die Packungen. Habe ich gesagt, gut, wenn Ihnen das nur um die Packungen geht, dann kann ich Ihnen jetzt auch hier leere Packungen verkaufen für die Hälfte. Also die Spiele, die Sie ausgesucht haben, haben 1 Euro gekostet. Und dann sagen sie, nee, es geht uns ja auch um den Umschlag. Ich sage, wie, verstehe ich nicht. Ganz einfach, sie haben sich eine große Schrankwand gekauft und in diese Schrankwand ist OW total leer. Und deswegen haben sie sich die PC-Spiele nicht danach ausgesucht, wie toll oder wie klasse oder ob die auf dem Rechner laufen oder keine Ahnung. Die wussten noch nicht mal, dass das Spiele sind. Sondern ihr habt ja, Moment, ihr habt ja hier an der Seite, habt ihr ja hier so ein, ja, Rücken, sage ich mal. Und da anhand dieser Bilder oder was da stand, haben sie sich ihre Spieler ausgesucht, damit sie sie dann übereinander legen können und dann, dass das irgendwie ein tolles Bild ergibt. Das hatte ich, also sowas habe ich noch nie gehabt. Das ist so, als wenn man sich ein Auto kauft wegen dem Radio darin und den Rest schmeißt man weg oder so. Keine Ahnung. Ich habe gesagt, wissen Sie was, haben Sie keine Enkel oder so, dann verschenken Sie die Spiele. Haben gesagt, okay, dann behalten wir die Spiele. Und die wollen jetzt diese vier Spiele, das ist vielleicht so hoch, in ihre Schrankwand aufwendig einbauen. Und wenn das alles irgendwie passt oder so, wollen sie bei mir noch mehr Spiele kaufen. Mir ist es jetzt egal, was die Leute mit ihren Spielen anrichten, aber dass jemand sich ein PC-Spiel kauft, nur wegen dem Bildrücken, also auch nicht wegen dem Cover oder sowas, habe ich noch nie erlebt, aber die waren total nett und trollig, ja, lustig halt einfach. Also es gibt auch merkwürdige Erlebnisse, die durchaus einfach nur positiv sind oder ja, auch lustig. Sag mal, Schnüppelchen, hast du noch eine Handyadresse oder so? Du bist echt eine geile Schnalle, du. So, Geschichte 2. Ich bin auch nur ein Kerl. Naja, die Frauen, ne? Die Frauen in Games. Ich hoffe, ihr wisst alle, zu welchem Spiel das hier gehört. Die super Tussi. Während er hier, naja gut, es gibt ja auch Leute, die stehen auf solche monströsen Kerle. Aber ich habe leider keine Zeit mehr, ich bin nicht frei. So, kommen wir zur zweiten Geschichte. Die ist jetzt, handelt um einen Mann, der seit ungefähr 5 Jahren noch regelmäßig meinen Laden besucht. Mal alle 3 Wochen, alle 4 Wochen, mal 2 Monate, also immer unterschiedlich. Und jedes Mal, wenn er den Laden betritt, hat er ein anderes soziales Anliegen. Er hat immer eine andere Sparbüchse in der Hand, immer so eine bisschen andere Kostümierung. Was ist denn? Ach, die hat mir ja auf den Hintern getätschelt, deswegen habe ich mich immer wiederholt. Also hat ganz verschiedene Kostüme immer an.
die immer passend farblich und inhaltlich zu seiner Dose. Also ist er zum Beispiel für Kinderkrankenhäuser, dann hat er so eine Art Clownskostüm an mit, und hat so ein Tablett drauf, wo er dann irgendwie lustig bemalte Dinger, hier wahrscheinlich von vom Schlecker oder von keine Ahnung woher gekauft hat, ein Euro Dings oder gibt es auch ein Cent Läden schon. Und hat so eine Büchse und dann immer so selbst kreierte Broschüren und eine, ja, Visitenkarte, die ja jeder machen kann. Und sammelt Geld, immer für irgendwelche Geschichten. Und das erste Mal war das vielleicht noch alles ein bisschen seriös, wobei ich grundsätzlich kein Geld gebe. Also wenn ich für irgendwas begeistert bin oder meine, ich müsste mich dafür engagieren, will ich mindestens eine Broschüre dazu, möchte mich im Internet darüber informieren und wenn, dann überweise ich was. Aber ich würde nie einen Typen da irgendwas reinwerfen. Und er kommt immer mit anderen Anliegen. So als wenn der wirklich für alle sozialen Bereiche, für Obdachlose, für ehemalige Politiker und Politikerinnen oder egal was, ja, oder ausgediente Spielhelden aus Games, egal was es für Sozialfälle gibt, er kümmert sich wirklich um alles, immer mit der passenden Kostümierung. Und wenn man ihn darauf anspricht, wie sieht's aus mit einer Quittung oder wer ist denn Ihr Auftraggeber oder so, dann sagt er halt immer, ja, er sammelt das Geld und dann überweist er das und dann kann man auf Wunsch bei ihm beantragen, die entsprechende Rechnung zu sehen. Ich fand, hat das schon mal jemand bei ihm gemacht, hat er Nein gesagt. Also das kommt mir sehr unseriös vor. Er betrügt die Leute im Grunde genommen, zieht ihnen das Geld aus der Tasche mit. Ja, wieso, er spielt jedes Mal eine andere Rolle in so einem kleinen Theaterstück. Ich sehe dann auch immer, wie er von einem Laden zum anderen geht, wie er die Leute auf der Straße anspricht. Das hat jetzt nicht direkt was mit Games zu tun, aber es geht ja insgesamt um Kunden oder Kundinnen. Er hat auch schon mal sich für die Spiele interessiert. Und als ich ihm erzählte, dass es der Branche, der Game-Branche, also zumindest den Fachgeschäften schlechter geht, wollte er da auch irgendwas ganz Tolles machen. Dafür bräuchte er aber erstmal ein Startkapital. Er macht es sehr clever, kommt auch sehr gepflegt rüber, riecht in der Regel immer gut. Und ja, ihr müsst ihn mal einfach im Clownskostüm sehen. Ich habe ihn ja auch gefragt, ob ich ihn fotografieren darf, aber aus irgendeinem Grund wollte er das nicht. Aber ich kann euch schon mal beruhigen, so ganz so gut wie das hier sah er jetzt auch nicht aus. Wäre auch ein bisschen erschreckend gewesen. Ja, also wenn der Typ mal bei euch auftaucht, wenn ihr gerade auf dem Klo sitzt oder im Sarg oder bei euch zu Hause, rausschmeißen, der erzählt euch nur eine Geschichte. So, kommen wir zur dritten Geschichte. Ich habe Anfang 2000, also kurz nachdem ich meinen Laden übernommen habe, gab es so eine Einbruchsserie bei uns in Berlin, gerade in solchen Game-Geschäften. Ich hatte bis dato zwar eine Alarmanlage zwar gehabt, aber mehr auch nicht. Und um mich dann halt auch zu schützen oder auch die Aushilfen zu schützen oder einfach auch um bessere Beweislage zu haben im Laden, habe ich mir dann Kameras anbringen lassen, wie viel sage ich mal jetzt nicht, die aber mit Weitwinkel den ganzen Laden überwachen und auch rund um die Uhr von einem Wachschutz überwacht werden und alles aufgezeichnet wird etc. Und das ist leider notwendig, hat sich auch schon ein paar Mal ja als positiv bewahrheitet. Zum Beispiel habe ich ja auch schon mal erzählt, dass irgendwelche Kunden behaupten, sie hätten ja eigentlich das Spiel schon bezahlt, den Schein da hingelegt, obwohl sie das gar nicht gemacht haben. Den haben sie dann entweder runterfallen lassen oder sie haben gar nichts hingelegt, wenn man abgelenkt war oder keine Ahnung, wie sie das teilweise gemacht haben. Oder auch andere Unterstellungen konnte man natürlich immer prüfen. Oder viele Kunden, die halt sich aufgeregt haben oder gedroht haben oder sowas, die haben sich dann ein bisschen zurückgehalten, weil sie wussten, das kann man alles beweisen. Ja, wir hatten vor einiger Zeit auch einen Kunden, da ging es auch um Reklamation. Wenn es um Reklamation geht, gibt es ja immer die meisten Streitigkeiten. Gerade bei PC-Spielen ist es sehr, sehr schwierig. Die Kunden wollen von uns immer eine Laufgarantie haben für das Spiel, was sie sich kaufen. Das geben wir ihnen aber nicht. Das kriegen sie vielleicht in den klassischen Kaufhäusern, weil die Leute da keine Ahnung haben. Wir sagen, wir kennen ihren Rechner nicht. Wir können zwar die Sache eingrenzen, damit die Chancen, dass das auf ihren Rechner läuft, groß sind. Aber wir können ihnen nicht versprechen, dass genau das Spiel bei ihnen läuft. Dazu kommt es auf zu viele Sachen an, wie Treiber und was weiß ich alle.
Und da, genau das haben wir dem Mann auch gesagt. Der hat sich da so für 20 Euro ein PC-Spiel gekauft. Das bekam er nicht zum Laufen und regte sich tierisch darüber auf, dass wir Schrottware verkaufen. Wir haben ihm dann an dem Rechner im Laden bewiesen, dass das Spiel sich installieren ließ, dass es auch einwandfrei lief. Also konnte es ja nicht kaputt sein. Das Spiel sagt sich ja nicht, ach, bei dem funktioniere ich mal, bei dem nicht, jetzt gehe ich mal eine rauchen oder so. Wenn ein Spiel kaputt ist, ist es kaputt. Oder wenn es heil ist, ist es in Heilem. Und er hat sich sehr lautstark aufgeregt, wusste auch von den Kameras, er hat sich auch immer in so einem Laden umgeguckt, als wollte er sich vergewissern, habe ich Zeugen, wenn ich dem da jetzt eins rüberbrate. Wir waren noch zu zweit im Laden. Und als er dann auch die Kameras bemerkte, hat er sofort um die heraus, also er wollte sofort die Aufnahmen haben. Ich will sofort die Aufnahmen haben und ich will die selbst löschen. Er hat eigentlich noch gar nichts Schlimmes gesagt oder gemacht. Er hat sich auch noch nicht belastet oder sonst irgendwas. Das fing dann komischerweise hauptsächlich dann an, als er die Kameras entdeckt hat. Dann wurde er ausfallend, er drohte, dass er abends einen auflauerte, dass er den Laden platt machen würde. Also wie dumm ist das denn, dass man dann, das ist so, als wenn ein Bankräuber erkennt, dass er gefilmt wird und dann erst recht die Maske abnimmt, den Ausweis noch in die Kamera hält und sagt, schau mal, das ist ja alles Bullshit. Also statt sich zurückzunehmen, sachlich zu bleiben, wurde er immer ausfallender. Und ich habe da die Devise, genauso wie hier auch bei YouTube, wenn mich einer anmacht oder beleidigt, dann schieße ich nicht mit denselben Kanonen zurück. Und er war so davon überzeugt, dass derjenige, der diese Aufnahmen aufnimmt, das sind ja Apparaturen, also Geräte, die sich bei den Wachgesellschaften befinden, was weiß ich, wo die sitzen. Und er war aber der Meinung, es muss hier jemand sitzen, also wie so im Agentenfilm draußen im Auto mit Kopfhörer und ein versteckter Kamera oder keine Ahnung, der diese Aufnahmen aufnimmt und den wollte er sich schnappen. Dementsprechend fing er auch an, im Laden alles abzusuchen. Ich habe einen sehr kleinen Laden. Wer wissen will, wie der aussieht, werde ich hier gleich nochmal einen Link zu meinem entsprechenden Video einblenden. Bitte nicht vergessen, ihr unterbrecht dann dadurch dieses Video. Also am besten vormerken, wie das Spiel, wie das Video heißt oder eben das Video hier nochmal von vorne gucken, keine Ahnung. Und es ist ein sehr kleiner Laden, also sehr überschaubar. Wir haben hinten noch einen Raum, das ist so eine Art Lagerraum, wo wir Kartons, angekaufte Spiele aufbewahren. Auch dort hat er so reingeguckt und dann fing er an, ich möchte sofort hinter dem Verkaufstresen, vielleicht sitzt da unter dem Tresen jemand, das konnte er dann von der Seite sehen, dass da keiner saß. Er wollte ja unbedingt in den Keller, weil er vermutete, dass da einer sitzt, hat dann geguckt, wo gehen die Kabel hin von den Kameras, die gingen in die Wand rein und die verrücktesten Sachen, der war so panisch, danke, der war so panisch, dass er irgendwie gefilmt wird oder keine Ahnung, so als wäre das ein gesuchter Schwerverbrecher, dass er unbedingt die Aufnahmen haben wollte. Ich weiß nicht, wie das rechtlich funktioniert, ob die gespeichert werden oder wie lange. Das wird, wenn man jetzt einen Rechtsschutz, also so eine Rechtsfirma, so eine seriöse Sicherheitsfirma beauftragt, dann werden die schon wissen, welche Gesetze sie einzuhalten haben. Und er wollte halt nicht verstehen, dass das nicht bei uns aufgezeichnet wird und dass das, was aufgezeichnet wird, auch nur dann irgendwie herausgezogen wird, wenn es jetzt wirklich zu einer Gewalttat oder ähnliches kommt. Und er meinte, er bleibt jetzt so lange hier im Laden stehen, bis er die Aufnahmen hat, beziehungsweise die Aufnahmetaste, also die Löschtaste drücken kann. Irgendwann wurde mir das zu blöd, da habe ich dann den Wachschutz angerufen, habe dem das erklärt, was ich damit machen soll. Die haben ihm dann erklärt, was sie mit den Aufnahmen machen. Und als er dann hörte, die haben ihm nicht genau gesagt, wo er ist, aber als er dann von denen erfuhr, dass sie nicht im Haus sitzen, hat er es endlich geglaubt und ist gegangen. Das war sehr anstrengend. Hätte er das seit Anfang an alles mit uns sachlich geklärt, hätten wir das ganze Theater uns sparen können. Ja, aber solche kamerascheuen Menschen gibt es auch. Ich meine, sitzt ja jetzt nicht jemand bei uns im Wandschrank, der an die Kunden heranzoomt und in die Nasenlöcher rein, weil jemand da so einen verkrusteten Popel hat und dann steht es morgens in der Tageszeitung. Es geht ja nur um unsere Sicherheit und auch um die Sicherheit der Kunden und Kunden. Denn wenn was passiert, dann die werden angegriffen, verletzt oder so, oder wir machen einen gravierenden Fehler, ist es doch für sie auch ein idealer Schutz.
So, jetzt wieder eher so eine humorvolle Geschichte, ist auch vor kurzem erst passiert. Und zwar kam eine Kundin rein mit ihrer Tochter, die war vielleicht 10 oder 11, also ich meine die Tochter. Und machte sehr auch fachmännisch. Also egal, was sie versucht haben, sie wollte ein PlayStation 2 Spiel haben oder ein Xbox Spiel. Und tat sehr fachmännisch. Egal, was sie versuchten, ihr so zu erklären, oder sie wusste immer alles besser. Und dann fragte sie uns plötzlich, ob wir Festplatten hätten für die PlayStation 2 und für die Xbox. Da haben wir gefragt, wozu brauchen die denn? Wozu brauchen sie die denn? Na, wir brauchen das, um Speicherstände abzuspeichern. Da haben wir gesagt, ja, bei der PlayStation 2 brauchen sie eine Memory Card und bei der Xbox zum Beispiel geht es direkt auf die Festplatte. Ist die denn voll, die Memory Card, oder ist die Festplatte voll? Sie sagt, nein, es ist ja so, dass jedes Spiel eine Festplatte braucht. Also sie hat irgendwie nach einer Festplatte gesucht, die so 40 GB groß ist, und bisher wäre das immer so gewesen, sie konnte nur ein einziges Spiel abspeichern, dann ging danach gar nichts mehr. Dann konnte sie keinen zweiten Spielstand mehr machen, keine anderen Spiele mehr, und deswegen braucht sie für jedes Spiel eine Festplatte. Ich besitze jetzt ungefähr 500, 600 Spiele von damals und heute. Das würde jetzt ungefähr so bedeuten, dass ich jetzt 500 bis 600 Festplatten hier hätte. Oder bei manchen Spielen macht man ja auch mehrere Spielstände. Dann hat man nachher vielleicht 10 Spiele und 200 Festplatten oder keine Ahnung. Wir haben ihr das erklärt. Schauen Sie mal hinten auf der Packung. Wo habe ich jetzt die Packung, die ich eben schon mal in der Hand hatte? Ich nehme mal eine andere. Da steht immer hinten drauf, pass auf, jetzt mache ich was, was man macht, wenn man alt ist, nämlich die Brille hoch, weil man kurzsichtig ist. So, hier zum Beispiel steht hinten drauf, Spielstände je 4 Megabyte, ja. Manchmal steht auch drauf 1000 KB oder keine Ahnung. Und sie hat daraus immer gelesen, wenn jetzt hinten 4 Megabyte, dann waren das für sie 40 GB oder keine Ahnung. Ich habe zu ihr gesagt, pass auf, ich kann Ihnen eine PlayStation 2 Memory Card besorgen, wenn Sie keine besitzen. Wenn Ihre voll ist, können Sie auch was löschen. Das können wir alles für Sie machen. Wir können Ihnen auch eine größere Festplatte besorgen oder sonst irgendwas. Aber sie hat ja schon zwei Spiele in der Hand gehabt, eine Xbox, ein PlayStation 2 Spiel. Ich kann Ihnen aber auch gerne zwei Festplatten bestellen, wobei das bei der PlayStation 2 jetzt nicht besonders viel Sinn gemacht hätte. Aber sie blieb halt weiterhin dabei, hat sich aber Gott sei Dank nur für die Spiele entschieden und meinte, naja gut, dann müssten ihre Kinder eben erstmal ohne Speichern spielen. Also wenn ich mir das wirklich mal vorstelle, das wäre so, dass man wirklich für jedes Spiel eine 40 GB große Festplatte bräuchte, wäre man nicht nur pleite, sondern man bräuchte, glaube ich, 5 Lagerhallen, und es wäre auch völlig unlogisch. Was uns so verwundert hat, ist, wenn das Leute manchmal so davon ausgehen, von solchen Sachen, ja, und vielleicht denken, im Radio sitzt noch jemand oder das Licht brennt nur, weil eine kleine Maus in der Steckdose auf dem Fahrrad fährt. Alles klar, wenn sich die Leute vom Gegenteil überzeugen lassen, dann ist es ja in Ordnung. Und wir haben ja alles versucht, ihr zu erklären, dass sie auf ihre Memory Card, wenn die jetzt zum Beispiel 8 Megabyte groß ist, so und so viel Spielstände drauf ist, und dass das hinten immer auf dem Spiel steht, und wenn sie 40 GB Festplatte hat, dann kriegen sie nicht einen Spielstand drauf, sondern zigtausende. Sie hat das alles nicht angenommen. Sie wusste es besser. Wir haben gesagt, okay, bitte, dann, sie hat bei uns die Spiele gekauft und will sich jetzt nach Festplatten bei der Konkurrenz umgucken, weil sie das Gefühl hatte, wir würden ihr das ausreden. Ja, solche Kunden gibt es dann auch, aber kann man nicht ändern. Ich hoffe bloß nicht, dass die irgendwann mal Ärztin wird und, ja, was weiß ich, da irgendwie eine Luftpumpe einbaut bei einer Herzoperation, weil sie der Meinung ist, das ist dasselbe wie ein Bypass oder so. Also solche rechthaberischen Leute, naja, die Industrie, die Festplattenindustrie, freut sich über solche Kunden und Kundinnen. So, genug geflirtet. Wir wissen ja alle, wir Männer wissen ja alle, dass Frauen viele Dinge nicht können. Auto fahren, Flugzeuge steuern, Kinder kriegen, kochen, Staubsaugen, Auto reparieren, ja, und spielen. Also Frauen und spielen, also das ist doch wohl Männersache, ja? Was? Ja, ich weiß, du bist ein Femininistin, aber ich bin halt ein Macho. So, das war jetzt natürlich nicht ernst gemeint, das könnt ihr mir ja glauben. Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen, jeder sollte eine haben, war auch ein Joke. Was ich damit, worauf ich damit anspiele, bevor jetzt alle Frauen mich lynchen wollen, wir haben vor kurzem mal einen Kunden gehabt, also wie gesagt, ich bin natürlich nicht der Meinung, Frauen sollen das machen, worauf sie Lust haben. Es gibt sowieso jetzt nicht mehr diesen klassischen Männer- und klassischen Frauenberuf.
Und wir sind alle auf derselben Augenhöhe und deswegen ist das Quatsch, was ich natürlich eben gesagt habe. Frauen gehören halt hinterm Herd und fertig ist. Was ich sagen wollte, das passt so ein bisschen, dieses Prollgehabe zu dem nächsten Kunden. Das ist jetzt ungefähr einen Monat her. Da war der Laden relativ voll, ist eine Neuheit erschienen, bla. Und es waren ausschließlich Männer im Laden. Weil es ist tatsächlich so ein Phänomen, dass meistens so Horror, Fußball oder Actionspiele, das spielen meistens immer Männer. Jedenfalls kaufen die bei uns das. Und bei Frauen ist es oft Strategiespiele oder hier so Tetris-Verschnitt oder keine Ahnung. Natürlich gibt es auch Frauen, die WoW spielen oder Counter-Strike. Und das war in dem Fall auch so eine junge, wie sie nicht, Mitte 20-jährige, flott und so weiter, die wollte sich dieses Action, ich kann es ja sagen, es geht um Action, um Gears of War 3. Und dann fragte so ein Typ plötzlich, was die denn hier wolle. Und wir guckten uns jetzt alle etwas irritiert an und sie meinte, wieso, was ich hier will. Naja, es geht doch, sie wollen, was für ein Spiel wollen sie haben? Sie wollen doch Gears of War 3 kaufen, oder? Weil das war halt so eine kleine Schlange. Sie sagt, ja, und? Ja, aber wahrscheinlich für ihren Mann. Da sagt sie, nee, für mich, ich spiele das gerne. Und er sagt, das geht ja mal gar nicht, ja. Frauen können auch nicht mal schießen. Frauen wissen nicht, wie man ein Joypad hält. Und er würde niemals mit einer Frau in einem Team spielen. Und er würde sofort merken, wenn er online mit Frauen spielt, dass er sofort merkt, ob da eine Frau oder ein Mann am ist, schon alleine wie die Figur gestartet wird, wie geschossen wird und so nach der Frau, nach der Art, so dass Frauen erstmal so diskutieren, du sagst, kann ich dich nun erschießen oder nicht? Ja, gib mir mal ein Zeichen, so dass so nach dem Motto oder keine Ahnung, also der hat ganz, ganz merkwürdige Ansichten gehabt, dass jetzt Männer gibt, die jetzt Vorteile gegenüber Frauen haben oder Frauen Vorteile haben gegenüber Männer und das, was ich vorhin so auch scherzhaft alles gesagt habe, dass es Männer gibt, die sowas wirklich denken. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass ein Mann einer Frau abgesprochen hat zu zocken. Natürlich ist es ungewöhnlich, dass zumindest bei uns eine Frau so einen Shooter kauft, der ja nicht gerade unbrutal ist. Aber das hat uns nicht verwundert, weil wir dachten, die kann damit gar nicht umgehen, sondern weil es einfach eine Tatsache ist, dass Frauen das selten kaufen. Er hat das überhaupt nicht verkraftet, wollte dann wissen, unter welchen Namen sie denn online spielt. Sie sagt, ich will das erstmal mit einem Kumpel koopmäßig durchspielen. Ich weiß nicht, welchen, wie ich denn online heiße oder keine Ahnung, oder ob ich überhaupt irgendwie heiße. Sie blieb wirklich völlig gelassen und er meinte, sie soll ihn bloß vorwarnen, damit er nicht auch. Ja, sorry für die Unterbrechung. Da mal wieder die CD voll und ich habe das nicht bemerkt. Also, der Typ meinte denn, sie soll ihn dann halt vorwarnen, online-mäßig, dass sie eine Frau ist und dass sie es ist. Und dann habe ich ihn gefragt, na, ich denke, sie erkennen sofort, wenn da eine Frau spielt. Wieso muss sie sich dann noch zum Erkennen geben? Das wurde ihm dann zu blöde. Er ist dann aus der Reihe rausgegangen, hat dann das Spiel bei mir nicht mehr gekauft. Warum er so eine Aggression gegen spielende Frauen hat, also weiß ich nicht, was er da für ein Problem hat. Wahrscheinlich, wenn sie an ihm spielen, dann findet er das klasse. Aber wenn die Spiele spielen, die er auch spielt, dann findet er das empörend. Und ja, Frauen haben gefälligst, weiß ich nicht, Moorhuhn zu spielen, aber eben nicht Gears of War 3. Typen gibt's. Vielleicht gibt es ja auch Frauen draußen, die der Meinung sind, Männer spielen, wenn Männer Sims 3 spielen, ist das mega schwul. Vielleicht gibt es ja sowas auch. So, jetzt noch eine kurze letzte Geschichte und zwar handelt es um einen, ja, sagen wir mal 10-11-jährigen Jungen, der hat so einen kleinen Hund, so eine Bulldogge. Das, so müsst ihr euch vorstellen, das war früher mal so ein Hund. Und irgendwann musste er mal zwischen, während er ein Auto reingesprungen ist, irgendwie zwischen der Klappe hinten vom Auto und der Tür irgendwie dazwischen gekommen sein und wurde so zusammengedrückt. Entsprechend sah der auch völlig aus. Aber ein liebes Tierchen, sapperte zwar wie blöd oder so. Und der Junge kommt schon öfters, guckt sich im Laden um. Und diesmal fiel uns auf, dass das so bis er irgendwie extrem gestunken hat. Und wir haben uns natürlich alle gegenseitig angeguckt, haben mal gesagt, nee, wir haben Windeln, da ist nichts passiert. Und dann bemerken wir, dass sein Köter so einen hellbraunen, ja nicht unmatschigen, aber doch sehr übel stinkenden Scheißhaufen dahin gesetzt hat. Und ich bin dann nach hinten gegangen und wollte Tücher besorgen, weil ich eigentlich dachte, der Junge würde da schon so rumlaufen, um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Der hat auch den Haufen gesehen, hat uns dann angeguckt und
Ich war ja gerade hinten und meine Aushilfe hat wohl auch gerade was gemacht und war dann der Meinung, der kann da einfach mal liegen lassen gehen, also liegen bleiben. Wollte dann oder ist dann auch gegangen. Ich sah das so von hinten noch aus dem hinteren Raum, wie er den Haufen sah und dann so und guckte so nach dem Motto, na, hat es jemand gesehen und wollte gerade den Laden verlassen. Da habe ich ihm dann diese, leider nicht aus Beton, diese Papierrolle in den Nacken geworfen, habe gesagt, würdest du bitte mal, wenn auch nicht dein, aber zumindest von deinem Hund herausgefloppten Hundehaufen mal bitte wegmachen, was er dann widerwillig auch tat, aber es war natürlich immer noch sehr viel Schmutz da und dann habe ich ihm so ein Teppichschaum-Ding da gegeben. Ich meine, dass sein Hund da hinmacht, dafür kann er ja nichts. Ich meine, es gibt ja, hätte ja keinen Korken hinten reinstecken können oder den Hintern von seinem Hund zensieren können oder sonst was, aber wenn man das schon sieht, dann kann man das auch wegmachen. Es war auch ein ziemlich großer Haufen. Und na, und nach 10 Minuten hat er alles weggeschrubbt und etc. Und dann ist er gegangen. Also, ja, ich hoffe, da hat er was draus gelernt. So, das war jetzt Volumen 20. Ich würde gerne noch mehr erzählen, aber das sprengt so ein bisschen das Volumen. Das nächste Mal kommen wieder neue Geschichten. Da müsst ihr wieder ein bisschen drauf warten. Ihr wisst, so oft mache ich diese Serie hier nicht, weil sie was Besonderes bleiben soll. Ihr könnt unter dem Video wieder eure Erlebnisse mit, wenn ihr selbst mit Kunden zu tun habt, erzählen. Ihr könnt aber auch eure Erlebnisse mit Verkäufern erzählen oder wie ihr euch vielleicht selbst mal verhalten habt, was vielleicht nicht korrekt war oder einfach nur verrückte Geschichten, die ihr beobachtet habt im Kaufhaus etc. Bis dann, euer Matti aus Berlin und bleibt alle gesund.